Die Kühlbox ist nicht nur über das Bedienpanel zu steuern, sondern auch, wie gesagt, über die App-Steuerung. Die App ist gratis, downzuladen, kann ich mit jeder Kühlbox machen, ich kann sie mit der Kühlbox verbinden und ich kann hier alle Einstellungen überwachen und auch steuern, das ist das Wichtige. Ich kann zum Beispiel, ich sitze vorne in meinem Pickup, habe hier im Wohnaufbau zum Beispiel meine Kühlbox stehen, ich kann hier sehen, was habe ich eingestellt, was macht die Kühlbox tatsächlich. Ich sehe jetzt, ich habe hier zum Beispiel, die Kühlbox ist eine Intervall-Kühlbox, das muss man natürlich auch dazu sagen, wie alle modernen Kühlboxen. Das heißt, die hört immer mal zwischendrin auf, kühlt wieder. Hier habe ich jetzt zum Beispiel das Thema, ich habe 5 Grad eingestellt am ersten Kabinett und 5 Grad hat sie genau. Im hinteren Kabinett habe ich minus 10 eingestellt, da ist jetzt halt auf minus 8. Minimale Abweichungen hat die Kühlbox immer, sie pendelt sich halt um den Wert immer so um 2 Grad rauf, runter ungefähr ein. Ich habe über die App-Steuerung die Möglichkeit, es zu überwachen. Ich sehe hier eine grüne Batterie. Das heißt, meine Kühlbox hat die perfekte Stromversorgung. Ich habe sie jetzt im Boost-Modus laufen, weil wir kühlen die Box gerade noch runter. Wir haben sie ja auch erst ausgepackt. Den Kühlbox, das ist einfach der Zustand. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das rausklicke, sehe ich auch, die wechselt hier im normalen Modus. Gehe ich her, verändere hier die Temperatur, drücke OK. Verändere ich auch hier die Temperatur. Also das funktioniert super und schnell. Ich kann zum Beispiel einfach theoretisch, wenn ich ein Getränk beim Campen trinke und sitze auf meinem Stuhl und sage, das Bier war jetzt ein bisschen warm, drücke ich drauf, kühlt es noch weiter runter, wenn ich Lust habe. Ich habe hier meine Settings. Ich kann hier reingehen, kann auch unter dem Boost-Modus von hier einstellen, kann von gerade auf Fahrenheit stellen, habe den Batterieprotektor, den ich einstellen kann und habe verschiedene Modi, wie ich die Kühlbox immer wieder einstellen kann, einfach mit einem Knopfdruck, ohne die individuell antasten zu müssen. Super bequem und super einfach. Ja, das ist die ARB-App zur Fridge Freezer Zero Kühlbox.